der Weg ins Finale. Team David. Fußballprofi, Parkourer, Leichtathletin, Turner. So hießen die Geheimwaffen in diesem Team. Es ging in Haken um die Ecken und angstfrei über sämtliche Hindernisse. Sie selbst konnten oft entkommen, die Gegner wurden zur Strecke gebracht. Luca Ehrmantraut, deutscher Jugendmeister im Turnen, sprang allen davon und ein Freerunner allen hinterher. Bei der spektakulären Jagd in The Circle macht der Teamchef alles klar. Willkommen im Finale, Team David Odonkor. Warum wird man eigentlich Sportler oder Promi? Ganz einfach, man will nicht einfach nur im Büro am Schreibtisch sitzen. Aber jetzt zeigen wir doch unsere Büros, also das von Luke, auf eine ganz besondere, sehr schnelle Art und Weise. Office Run. Ja, langes Sitzen am Schreibtisch ist nicht gut für den Rücken. Ich weiß nicht, wie gut unser Office Run für unsere Kandidaten ist. Das sind die Regeln dazu. Bei diesem Spiel verfolgen sich die Spieler durch ein Bürogebäude. Der Läufer startet mit einem Vorsprung. Auf der Strecke nutzen die Spieler einen Fahrstuhl. In diesem darf nicht gefangen werden. Gelingt es dem Läufer zu entkommen, erhält er dafür 15 Punkte. Schafft es der Fänger, seinen Gegner auf der Strecke zu erwischen, erhält er dafür 10 Punkte. Für den schnellsten Catch gibt es 5 Bonuspunkte. Ach, eine Bonusregel haben wir auch noch. Bitte nicht in den Kaktus von Luke laufen. Das tut nämlich unglaublich weh und Luke hängt sehr an dem kleinen Ding. Also jetzt wollen wir natürlich schauen, wer läuft weg, wer jagt. So sind unsere Aufstellungen. Da sehen wir Pete, ein Parkourer, jagt Julius Brink. Und natürlich Dean geht auch wieder für Fabian an den Start. Und ich sehe auch Luke. Luke, du nutzt das Finale der Horm, wie es bei den Bayern damals so schön hieß. Das nutzt du aus. Dein Heimspiel. Du kennst die Räumlichkeiten wie kein anderer. Glaubst du, das hat einen Vorteil? Ja, das sind unsere Büros. Ich kenne mich da besser aus als alle anderen. Ich sorge da regelmäßig für Papierstau, aber du putzt Gott sei Dank nicht. Ich werde jetzt das Ding da richtig. Jetzt werde ich da richtig aufräumen und alles durch die Gänge jagen, was da gibt. Gibt es eine Schublade, die man nicht öffnen darf? Ja, da steht ganz groß Simon Pierce drauf. Die wollen wir sehen. Wir schauen uns mal die Räumlichkeiten an. Und zwar so schnell, als würdest du jetzt hier rennen. Guck, das hast du gestern gemacht, oder? Genau, extra für uns. Das sind unsere Gänge. Einmal hier ums Studio rum. Das ist einmal komplett da lang. Jetzt kommt ein Treppenhaus, das ich noch nie benutze. Ich fahre eigentlich immer Aufzug hoch, aber anscheinend haben wir auch Treppen. Dann geht's durch unsere Bürogebäude. Rechts ist die Produktionsleitung, links die Redaktion. Da ist unser Meetingraum. Und dann da wieder zurück. Da sind die öffentlichen Toiletten. Da ist der Aufzug, den kennst du gut. Genau. Da kann man kurz verschnaufen. Was man muss. Und dann geht's nochmal der erbitterte Weg zurück. Boah. Da läuft man, glaube ich, nur noch auf dem Zahnfleisch, beziehungsweise zwischen den Kiemen von Dean. Also, wer schon in den letzten Wochen gesagt hat, Under Construction ist anstrengend, der hat diesen Parcours noch nicht ausprobiert. Ja, wir haben es gemessen. Es sind, glaube ich, 460 Meter Vollsprint. Also das ist über eine Sportplatzrunde. Gottes also Willen. Gnade dem, der das durchsprintet. Das wirst du gleich machen. So ist es. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir legen los. Pete und Julius, kommt mit mir an den Start. Ihr bekommt ihn auch den riesengroßen Applaus. Der Gesichtsausdruck von Julius ist einfach wunderbar. Und wir sehen die heiligen Hallen, die noch so ruhige Strecke. Sie wird gleich genau wie das Treppenhaus mit richtig viel Leben gefüllt. Obenrum geht's in der dritten Etage rum. Luke hat es uns gezeigt. Ach ja, da wird gleich richtig gepustet. Und es liegt an Julius und an Pete. Dann lasst uns beginnen mit dem Office Run. 3, 2, 1, Run. 3. Also, so wahnsinnig viel Taktik kann es eigentlich zu Beginn nicht geben. Denn so fit wie Pete zu sein scheint, muss es für Julius erstmal darum gehen, wegzukommen. Sie kriegen die Kurve beide ganz gut.
Anhand der Pylonen kann man sich auch nicht verlaufen. Der Abstand wird geringer. Ganz interessant jetzt gleich. Die Kurve ist klar und dann musst du über die Treppen gut wegkommen, Julius. Auf geht's, Gummi geben, er ist sehr nah an dir dran. Jetzt komm, spiel deine Hochsprintqualitäten aus. Es gibt die Berührung. Eieiei, von den 52 Stufen, die da warten, schafft Julius so um die 30. Und dann ist Ende aus. 10 Punkte, die das Team David sich sichert. Am Ende prämieren wir auch noch den schnellsten Catch. Dafür gibt es dann 5 Zähler obendrauf. Ja, also wir gucken auf den 9-Punkte-Stand, Team David. Also schiebt sich da hoch. Sie sind jetzt beide Erster. Die Ersten, Peter, fit wie ein Turnschuh. Und damit holt Pete ganz offiziell im Office Run die ersten Punkte. Damit gehen wir doch schon in den nächsten Run. Was macht der denn da? Wir sehen hier gerade eine Teambesprechung. David Odonkor gibt die letzten Tipps für Luca. Ich glaube, diese Tipps, Luca, du bist Turner. Ja. Was hat er dir denn gesagt, der David? Das ist geheim. Ach, das ist geheim. Dean, the Machine, wir suchen immer noch deine Schwachstelle. Wenn du turnen müsstest, könntest du das wenigstens vielleicht bitte nicht? Ich habe in der Uni eine 1-0 für meine Turnkür bekommen. Geht jetzt auf eure Position. Hör auf das, was dir der David Odonkor gesagt hat. Wir sind gespannt, was es ist. Wenn du danach noch reden kannst, wollen wir es natürlich wissen. Jan Platte. Die Hoffnung verabschiedet sich als letztes. Luca. Auch er hat gut an seiner Ausdauer gefeilt in der Vorbereitung. Sowieso als Sportstudent natürlich auch jemand, der im Ausdauerbereich unterwegs sein muss. Wie gut, das sehen wir jetzt. Drei, zwei, eins, run. Drei, Lauf. Zwei, eins, catch. Luca, lauf. Er ist zumindest schon mal rausgekommen. Und Dean, kein Tackling gleich. Einfach nur abklatschen, wenn du überhaupt hinkommst. Super, Luca. Machst du das bis hierhin? Der Abstand bleibt praktisch gleich. Dean verliert sogar ein bisschen den Halt. Und dann ist mal die Frage, wenn du den eine Zeit lang hinter dir herlaufen hast, wie viel Kraft hat der? Auch im Treppenhaus. Du bist im Prinzip schon weiter als Julius eben. Das ist die Leichtigkeit des Laufens bei Luca. Gefällt mir gut, verstolpert sich so ein bisschen. Jetzt ist Dean schon sehr nah dran, aber er pumpt auch. Oh, gerade noch ein Stück und dann durchs Büro. Und dann rechts wieder rum. Die Kombination links, lass da alles stehen. Oh, Dean muss beißen, aber jetzt ist er gleich da. Meine Güte. Die beiden eng umschlungen. Ach, Dean, der hat gesagt, er muss aufs Klo. Ich glaube, das ist das, was er jetzt vorhat. Weiterlaufen musst du nicht, Dean. Hier macht Luca das noch richtig gut. 51,4 Sekunden lang bist du entkommen. Das ist in jedem Fall nicht der schnellste Catch. Das hätten sicher viele anders gedacht bei der Beteiligung von Dean in diesem Lauf. Hat schon ein bisschen gebraucht. Wir waren gar nicht mehr so weit weg vom Fahrstuhl. Dean, nicht schlecht. Du hast glaube ich, 2 Büroräume komplett zum Einsturz gebracht bei deinen Haken. Luca hat es dir schwer gemacht, muss man sagen. Safe. Ja, aber ich habe ihn gekriegt. So, war nicht einfach. Aber ich wusste, ich muss vor den Treppen auf jeden Fall die Distanz verkürzen, sonst wird es halt schwer nach den Treppen. Luca, für eine Turner, da denkt man immer, ihr könnt nicht so gut laufen. Mega starker Lauf. Du hast ihn, also kurz dachte man wirklich, du schaffst es, du entkommst ihn. Hast du dann gespürt, wie er dir näher kam? Ja, ja. Man merkt es und meine Beine wurden immer schwerer. Ich bin auch gelaufen nach den Treppen. Treppen ist die Hölle. Danach ist die Hölle. Alles klar, die Hölle ist jetzt auch hier mit mir zu sprechen. Ich lasse euch mal durchschnaufen und gebe wieder ab zu Andrea. Dankeschön, Jungs. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was schwerer ist, hier zu laufen oder danach noch Interviews zu geben. Wir schauen aber jetzt auf die Punkte und da holt Dean für sein Team Fabian die ersten Punkte bei Catch am heutigen Abend. Also 10 Punkte sind auf jeden Fall schon mal sicher und wir gehen jetzt in den nächsten Run. Und da sehe ich neben mir Benny,
Ninja-Sportler. Du machst wirklich in deiner Freizeit gar nichts anderes, außer irgendwo rumzuhängen, zu springen und Bewegungen zu machen, von denen ich vorher noch nie was gesehen habe. Ganz genau, ja. Also musst du fit sein, oder? Ich bin fit, ja. Okay, also Luke und Janine haben mit Sicherheit hier schon Druck aufgebaut. Du musst hier performen. Felix, du hast in der letzten Sendung unglaublich begeistert. Du bist, und man glaubt es immer nicht, aber du bist tatsächlich Cheerleader. So ist es, absolut richtig. Und stolz drauf. Ja! Und jetzt ist dein Ziel klar. Das heißt, Benny geht auf Position. Jan Platte. Ja, aber dieses Ziel zu erwischen wird nicht einfach werden, denn das Ziel entfernt sich mit so um die 3,5 Sekunden Vorsprung jetzt erstmal. Wir sind startklar. Lauf Nummer 3 unseres Office Runs. 3, 2, 1, Run. 3, 2, 1, Catch. Für mich ein unglaublich ausgeglichenes Duell. Und wir sehen jetzt gerade schon auf den ersten Metern, wie viel Gummi Benny Gleisner gibt, ist ja die Frage. Wie geht man das Ganze an? Der Abstand eher größer geworden. Geht man auf ein Tempo oder macht man es, wie wir es eben auch schon gehört haben, dass man sagt, das erste Teilstück hier auch mit den Treppen, das muss es sein, auf dem ich erfolgreich jage. Das ist auf jeden Fall ein relativ beruhigender Vorsprung für Benny. Jetzt nicht zu viel Tempo rausnehmen, da im dritten Stock. Weiter, 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 bis zum Bändchen. Du bist zu langsam jetzt. Da verlierst du Sekunden, Benny. Das war relativ unnötig. Ein etwas missglücktes Laufmanöver, denn hinter dir, jetzt hast du ihn praktisch an den Fersen. Wir hören sie schnaufen. Und jetzt geht's gleich rein. Du musst den Buzzer drücken in den Fahrstuhl. Dann ist kurz durchschnaufen. Seite an Seite. 1,1 Sekunden trennen euch. Für euch beide jetzt die aktive Fahrstuhlregeneration. Wir haben den Blick natürlich auch drauf. Unser Schiri erklärt euch noch mal was genau. Du läufst nach dem Buzzerdruck und gehst auf die letzten rund 150 Meter, die da auf dich warten. Hey. Was für ein Duell, auf das wir uns freuen können. Der Vorsprung minimal. Sesam, öffne dich und Benny gibt das Startzeichen, dass es weitergeht. Und Felix, du bist direkt dran. Euch trennen noch so um die 120 Meter vom Studio. Hier ist schon die Hölle los. Wer hat die besseren Sprintqualitäten? Das sind so um die 6 Meter Abstand. Schau dich nicht zu sehr um, Benny. Du schaffst es, so sieht es aus, Felix. Schlusssportqualitäten, nee, das reicht nicht. Wir haben den ersten erfolgreichen Lauf. Janine ist da, Luke ist da, Julia natürlich auch. Das gibt 15 Punkte fürs erfolgreiche Entkommen. Orange, Korall und Feier. Mehr auf Augenhöhe geht nicht. Ihr beiden, ich zähle meinen Hut. Ein guter Stolperer fällt nicht und Benny bleibt eben auch auf den Füßen. Hier verschenkst du ganz schön Zeit, aber du ziehst die Ferse noch mal aus der Schlinge. Unfassbar nah dran in diesem Fall Felix, aber beide auch. Da schon im roten Bereich, keine Frage. So anstrengend. Weiß nicht, ob Luke die Fenster aufgemacht hat, bevor es hier jetzt oben durch den dritten Stock ging. Wahrscheinlich ja, weil er ja auch selber läuft. 1,1 Sekunden. Wunderbar. Ganz klasse. Ja. Einmal frei. Boah, Wahnsinn. Benny, ich lasse dir noch ganz kurz Zeit. Der hat gerade gesagt, ihm ist ein bisschen schwindelig, aber das hat man Gott sei Dank nicht gemerkt. Wir schauen auf die Punkte und da holst du sage und schreibe fürs erfolgreiche Entkommen 15 Punkte für Team Janine. Damit seid ihr an der Spitze. Geil! Just do it. Wahnsinn, Junge. Benny, Alter. Danke. Unfassbar. Ein unglaublicher Lauf. Das muss jetzt Luke erstmal nachmachen. Wir wollen keinen Druck aufbauen. Aber deine Gegnerin ist Hürdensprinterin. Nadine, Sprint ist jetzt, also das macht Hoffnung, oder? Ja, ich denke auch. Das dürfte gut aussehen. Also für ihn oder für dich? Für mich natürlich. Sprint, macht ihr auch mal so längere Läufe? Wir machen auch längere Tempoläufe. Wir auch.
Das machen auch gerne längere Tempoläufe. In Aufzug. In Aufzug, rauf, runter, alles kein Problem. Aber gewöhn dich mal nicht an den Aufzug, weil den wirst du heute nicht sehen. Oh, das ist meine Kampfansage. Luke nutzt den Heimvorteil. Nadine geht auf Position. Und Jan, der ist immer auf Position. Luke baut Druck auf. Und zwar vor allen Dingen Druck auf sich selbst. Nadine, 100 Meter Hürden in 12,64 Sekunden. Ich weiß nicht, ob du die gleich noch sehen wirst, Luke. Ich bin super gespannt auf genau dieses Duell. Nadine rennt und Luke hinterher. 3, 2, 1, run. 3, 2, 1, catch. Die pest so unglaublich ab, diese kleinen Schritte. Und klar, Luke kennt hier alles. Kennt jede Ecke, kennt jeden Schleichweg. Aber jetzt kennt er nur eine Richtung. Hinterher heißt es. Hinterher, hinter Nadine. Das darf sich niemand irritieren lassen von diesen Geräuschen und der Kopfhaltung bei Luke. Oh, schnell wieder auf die Beine. Kurz aus dem Gleichgewicht gekommen, aber er ist dran. Du siehst sie, du hörst sie. Die Treppen hast du geschafft, Luke. Aber du verlierst gerade wieder ein paar Meter. Wir hören einfach mal rein. Was für eine wunderbare, lautmalerische Untermalung dieses Laufs. Das ist kein Sprint mehr. Jetzt geht das in einen gepflegten Dauerlauf über. Komm, Luke, zieh noch mal, das ist wichtig für gleich. Mann, Luke quält sich, der Buzzer gedrückt. Luke, hau auch rauf. 2,1 Sekunden. Du hast aufgeholt, Luke. 1,4 Sekunden bist du schneller gewesen. Tschüss, ihr zwei. Wir sehen uns gleich wieder. Jetzt fehlt sogar Luke mal so ein bisschen die Luft, um da zu reden. Für den letzten Lauf hinterstehen bleiben und mit deinem Buzzer drücken geht's weiter, Nadine. Oh, das war schnell hinterher. Luke, komm! Du siehst die Optimalspur finden, sonst musst du dann auch über die Hürden, die Hütchen rüber. Auf geht's, Luke! Du hast das Ziel vor Augen! 15 Punkte kommen näher! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Die Kollision mit dem Kameramann und der sieht nur so aus, als wenn er verletzt wäre. Ist es nicht? Er hat sie gefangen! Er hat sie gefangen! 20 Meter vor der Ziellinie. Dieser Applaus ist einer. Dicke Lippe. Großer Schlusssport. Ihr beiden. Bombastisch. Ganz ehrlich, wir hatten Zweifel, aber du hast es geschafft. Das war geil. Man, du hast eine Profisportlerin gerade besiegt. Aber den Aufzug habe ich gesehen. 2,1 Sekunden waren es im Aufzug. Die Frage ist jetzt echt schön. Wie fühlst du dich? Ey. Guck mal dahin, guck dahin. Boah, das war das Schlimmste, was ich jemals in meinem ganzen Leben gemacht habe. Und für den Kameramann war es ja übrigens auch sehr schlimm. Ich habe den Kameramann weggeräumt. Tut mir leid. Scheiße! Krass gehabt, ne? Boah, Nadine. Ich habe halt weggeschubst. Nadine, bei dir auch alles okay? Ja. Jetzt geht's wieder, aber... Ich habe sie auch halt weggeschleudert. Boah, also, boah. Ey, bleib stehen! Es ist... Ganz ehrlich, übermenschlich. Respekt. Ich habe oft Witze gemacht, aber wow. Und du holst dazu auch noch Punkte für dein Team. Ich habe noch nie Punkte geholt in meinem Leben. 10 Punkte für Team Janine. Und der Bonus geht dazu noch an Team David für den Fastest Catch. Also, und das sieht dann im Gesamtranking wie folgt aus. Team Janine, also die Titelverteidigerin, gemeinsam mit Luke auf Platz 1, Team David 2,